Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es ist der Tag nach dem Halloween-Event, nach dem Start. Gestern Abend ging's los, 22 Uhr. Und wie immer typisch für Niantic, gab's direkt am Anfang einen kleinen Fehler, einen kleinen Bug. Zwar konnte man für einen kurzen Zeitraum Mewtwo wieder Spukball und Hyperstrahl beibringen. An alle, die es auch geschafft haben und ihren Mewtwo Spukball beigebracht haben, ja, Glückwunsch. Ansonsten gibt's natürlich neue Raids. Neue Raids, aber an sich für mich persönlich nichts Interessantes, außer es gibt einen interessanten Raid. Aber wir können es kurz durchgehen. Und zwar Stufe 1. Scheinungs immer noch im Start, sehr gut. Shuffled, Schnäppke und Zwirlicht. Die gibt es natürlich alle in Shiny. Stufe 2. Zubiggy ist wieder am Start. Traumvogel wieder am Start. Sneebel immer noch im Start. Kilia und natürlich Flunkiefer. Dann, eigentlich das für mich Interessante. Stufe 3, aber da ist überhaupt nichts interessant. Tohaido, Gengar, Granbull, Mahoumai. Alter, weg damit. Keine neue Herausforderung, was sehr, sehr schade ist. Ich freue mich immer auf einen neuen Dreier. Dreier Solo Raid, aber nichts dabei. Und dann jetzt das Interessante. Nummer 4. Target Tick. Target Tick. Ich blende das hier mal ein. Target Tick Raid am Start. Hundemon, Alola Knogger, Absol und Despotar. Dann 5er legendärer Raid Boss. Natürlich Regitina. Mehr dazu gleich noch, aber es gibt noch ein paar Sachen bezüglich des Halloween-Events. Unser Pikachu mit Hexenhut am Start. Das war nicht angekündigt, aber ist am Start. Und den gibt es auch Shiny. Und Pichu mit Hexenhut und Shiny gibt es auch. Neue Kleidung ist am Start. Die werde ich mir gleich kaufen. Seht ihr aber wahrscheinlich dann später im Video. Kommen wir erstmal zu den Infos und Konter gegen Giratina. Giratina, Drache, Geist. 18,48 der schlechteste. 19,31 100%. Mit Wetterboost. Und Wetterboost bekommt dabei Nebel und Wind. Das 24-14 100%. Da steht auf der Infografik zum Beispiel zu zweit roter Bereich. Also ich weiß jetzt nicht, ob roter Bereich machbar ist oder extrem, extrem schwierig. Also unmöglich rot oder extrem, extrem schwierig. Aber orangener Bereich, denke ich, ist auf jeden Fall machbar. Drei Leute. Scheint nicht so allzu stark zu sein. Vier im grünen Bereich. Also eher einer der leichteren. Und die besten Konter dagegen sind natürlich Drache, Fee, Eis, Geist und Unlicht. Dies sind unter anderem Rayquaza, Doppeldrache, Brutalanda, Dragoran, natürlich die Top 3 Drachen. Und Latios natürlich noch, den habe ich ja auf 100%. Dann zum Beispiel Geist, Gengar, Gengar mit Legacy Moveset und Mewtwo. Wie gesagt, falls ihr Glück hattet und euer Mewtwo noch ändern konntet, gestern Abend in den kurzen Zeitraum, dann habt ihr einen guten Konter. Hier in der Infografik sieht man auch die besten Konter. Ich habe es auch auf Pokebattler gesehen. Mir angeschaut und die Top 3 waren Rayquaza, Brutalanda und dann Dragoran. So, ich habe es hier nochmal offen für euch. Wie gesagt, Rayquaza, Brutalanda, Dragoran, dann Gengar mit Dunkelklaue, dann Mewtwo und dann auf Nummer 6 Latios. Auf Nummer 7 kommt sogar Latias schon. Also das waren so die besten Konter. Wie gesagt, 1931, das wollen wir sehen. Wobei, der Wind ist schon richtig heftig. Also eigentlich haben wir sogar Wetterboost die ganze Zeit, also 24-14. Zumindest hier in München ist windig, sehr, sehr windig. Schauen wir mal, wie das später wird mit dem Video. Aber ja, ich gehe gleich raus, mache noch die Feldforschung, die Spezialforschung und meinen ersten Gigatina Raid. Mehr dazu dann im Video später. Aber das war es erstmal an sich mit den Infos zum Halloween-Event und Gigatina. Viel Spaß mit dem Event. Schreibt unten in die Kommentare, ja, wie ihr das Halloween-Event findet. Ah ja, kein Doppelbonbon fürs Tauschen, Gehen, Buddy, dies, das, Blüten, sondern nur... Und kein Verschicken, sondern nur fürs Fangen. Naja, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.